der Stadt, bevor er angreift. Das ist jetzt aber eine lange Geschichte. Als Voreinstellung wird die Mittel klicken und halten der linken Maus durch die Ausrichtung eures nächsten Gegners bestimmt. Immer mit Klicken und Halten der Maus. Also ist nicht mit immer Klicken und Dröschen. Wir probieren mal unseren Spaß hier. Komm her, du Gudrun. Oder wie? Nee. Sah nur aus wie Gudrun. Ey, ich hab doch hier. Rechte Maustaste. Ja. Hau schön langsam zu, du Schuft. Ich hab nämlich nicht so eine gute Reaktion. Und jetzt darf ich ihm das Ding über den Kopf kloppen. Nein? Oh. Der wartet aber auch extra, bis ich so weit bin. Na, 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 das habe ich gesehen. Der hat doch echt versucht. Jetzt werde ich gegen schwierigere Gegner antreten. Ist immer lustig, wie die sich so zurückziehen dann, ne? Wie so ein Kuckuck in der Kuckucksuhr. Rückwärts wieder rin. Oh. Wie, der hat ein Schwert. Ich habe ein Stöckchen hier. Ey. Ey, du Hundsfott, du. Geh zur Tür, drück die F-Taste, wenn das Wort los erscheint. Wir gehen zur Tür und drücken die F-Taste, wenn das Wort los erscheint. Und schon sind wir durch. Besiegt euren Gegner mit eurem Kampfstab. Komiker. Bis jetzt konnte ich nur verteidigen. Na, Gudrun, komm wieder her. Genau, so immer schön. Schön so, als wärt. Ja, so wie Mutti mit dem Besenstiel. Super, schön gemacht. Ganz klasse, diese Grazie, die war also wirklich sehr gekonnt, muss man sagen. Ausgefeilte Technik. Das Tutorial findet das auch ausgezeichnet. Ein letzter Gegner steht uns noch im Weg. Er ist im nächsten Raum, geht hin und haut ihn um. Aber klar, Chaka. Chaka, du schaffst es. Ja. Ich gehe auch über Glasscherben. Ha, komm her, Kalle Wutke. Ja, 7 Schaden habe ich dir zugefügt. Los, Rinder, ja. Du musst dein Schwert schön hochheben und ich kann da drunter durchhauen. Ja, komm, hier. Ach ja, weißt du, länger ich festhalte, desto doller brauche ich, ne? Da braucht man natürlich jetzt doch noch ein bisschen Nerven zu. Gut gemacht! In diesem Tutorial habt ihr den Kampf ohne Schild gelernt. Nächste Stufe. Machen wir. Nächste Stufe. Nächste Stufe. Vielleicht bei der Tür. Ah, okay. Tab-Taste. Nee, nicht Tab-Taste. 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 Ui, jetzt lerne ich auch noch das Reiten. Ja, das ist doch toll. Ein Mädchenspiel. Komm her. Muddelmuddelchen, ja. So ein hübsches Pferd. Kann man jetzt ja nicht anders sagen. Auch mit F. Aufsitzen tun wir auch mit F. Hotter Hü. Höttel, 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 höttel. Ja, ein leichter Galopp. Und ein Zaun. Was sagt mir das? Alle hoppa! Aber klar, wir können das doch. Bereich verlassen. Oh, komm, wir müssen zurück. Ey, wir sind verbuggt. Scheiße, was machen wir jetzt? Rückwärtsgang? Ja, komm, zurück. Rückwärts, langsam rückwärts, 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 ja, wie beim Autofahren hier. Voll geil. Ah. Ja, aber ich glaube kaum, dass wir rückwärts über den Zaun springen können, ne? So. So, hoppa. So kann er halt jetzt nicht. Scheiße ist das. Komm, 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 jetzt vorwärts. Da steigt er nur. Hat das Scheißding auch wieder einen Eingang hier irgendwo? Nee, ne? Was ist denn das für ein Geräusch? Also, wenn man mit dem Pferd ganz dicht an den Zaun geht, dann kriegt das Blähung oder Dünnschiss, irgendwas.
Ich habe das jedenfalls geschafft, jetzt schon nach ein paar Minuten Dings so zu verkacken, dass ich nicht wieder auf meine Wiese zurückkomme. So, jetzt aber hier. So, und jetzt schön vorwärts. Hoi, und steigen. Ja, nee, unter steigen meine ich was anderes. Ah. Während ihr im Sattelsitz kontrolliert die WASD-Tasten, die Bewegung eures Pferdes, nicht die euren. Ach, was. Versucht zu Pferd der gelben. Was? Ach so, versucht zu Pferd der gelben Flagge um die Bahn herum zu folgen. Wenn ihr die Flagge erreicht, bewegt sie sich am nächsten Wegpunkt auf der Bahn, bis das Ziel erreicht. Ja, das ist jetzt ganz toll, aber ich habe gedacht, ich mache mal was Eigenes. Ich wollte mal was so machen, wie mir in den Kopf kam. War jetzt eine doofe Idee. Ach Gott, ich brauche jemanden, der mich in mein Tutorial zurückbringt. Ach, das gab aber noch die Tab-Taste. Wünscht ihr das Tutorial zu verlassen? Ja, wünsche ich jetzt. Und wir fangen nochmal von vorne an. So. Ich weiß jetzt, dass ich nicht über den Zaun springen darf. Ist doch irgendwie cool. Ha. So. Gelbe Flagge. Die da soll bestimmt die gelbe Flagge sein. Ey, du Ackergaul. So lang. Was ist denn das für ein Pferd hier? Los, zur gelben Flagge. Ah, was ist denn das für ein blödes Pferd? Ey! Was denn jetzt? Was ist denn das für ein beklopptes Pferd? Ey, Leute, ich habe noch nie so ein Pferd gesehen. So, jetzt vorwärts. Nee, nein, nein, stopp! Halt, bleib einfach mal stehen, du dummer Gaul. So lang? Nee, so, jetzt. Und guck mal. Das da vorne ist die gelbe Flagge. Du sollst da einfach nur drauf zureiten, du Duddel. Halt! So, na, jetzt. Na. Also, eins ist klar, reiten werde ich in diesem Spiel wahrscheinlich nicht so oft. Das Pferd ist besoffen. Ey, voll cool. Geben die mir hier einen besoffenen Gaul? Ed, das besoffene Pferd. Rückwärts? Wieso bewegt er sich rückwärts? Ach so. Die Ohren sind jetzt so weit wie mein. Ganz toll. Stopp. Jetzt drehen wir uns ein bisschen. So, und jetzt, wenn man jetzt geradeaus sagt, ne? So. Noch ein Tick. Ja, pff. Wiecher du hier rum. Boing! Ich hab die Fahne erwischt. Halt! Bleib stehen, du Schindmeere. So. Irgendwo hier erscheint eine neue Flagge. Ah, da drüben. Komm, Gauli. Halt! Oh Gott, ey, Leute. Das kann ich angehen hier. Toll. Der hängt schon wieder am Zaun fest, dieser bekloppte Gaul. So, hier, jetzt aber. Ist das ein Trash-Spiel mit Trash-Pferd? Ich bin nicht Trash, nein. Ich mache auch kein Trash. Das liegt alles so an den Umständen. Nein, stopp! Bleib stehen! Dusselgaul, hängt die wieder am Zaun fest, ne? Oh, ich krieg die Krätze. Ich krieg sie aber richtig, ganz dolle. So, hier, und jetzt mal dahin drehen. So, und jetzt siehst du vorwärts. Komm, wir zielen jetzt ganz genau da drauf. Halt, während ihr im Sattel sitzt. Ja, das wissen wir jetzt. Komm. Du nimmst jetzt die Fahne mit, genau, so. Bleib stehen, wir brauchen die andere. Halt! Halt! Brrr! Stopp! Stehen bleiben! Oh, ist das ein krankes Pferd. Nee, Pferd, so nicht. So nicht. Nicht mit mir, ich sag's dir. Kann ja nicht angehen hier. Spring drüber. Ja, genau, das hast du fein gemacht. Gib Stoff. Irgendwo hier war doch die gelbe Fahne. Wieder weg. Ist wahrscheinlich zum Ausgang zurück. Ah, da ist sie, da ist sie. Die kann man nur in der Abendsonne jetzt so schlecht sehen. Komm, wir zielen nochmal ganz genau. Nein, nicht so lang. Ah, jetzt hatte ich die falsche Taste. Komm, kleine Schindmeere. Schön geradeaus, du Ackergaul, du Blöder. Nein, da lang, da lang. Die, da. Jetzt hängt er wieder am Zaun. Ah, so. Was ist denn das für ein Pferd? Das ist ja der widerspenstigen Zähmung hier. So, jetzt ist da vorne die nächste Fahne. Ja, so, genau das ist das richtige Tempo für uns.
Ganz langsam. Bloß nicht zu schnell. Ja, so ist fein. Super. Stopp mal hier, da lang. Ganz langsam. Das ist gut. Ich habe endlich ein Auto gefunden. Ein Auto. Ein Pferd gefunden. Was in der Lage ist, sich kaum zu bewegen, aber trotzdem irgendwann ans Ziel kommt. Ahaha. Ja, ich sehe mich schon in der Schlacht. Die Feinde alle hinter mir überholen mich blindlings. Wundern sich nach einem Kilometer, wo ich denn geblieben bin. Haben ja nicht sich vorstellen können, dass jemand so langsam ist. Langsam. Ganz langsam. Ja. Kleine Pferdchen. Dazu diese heroische Musik. Diese Geiger, die verausgaben sich ja. Ja. Da denkt man, ist man schon mitten in einer epischen Schlacht. Aber nein, es ist erst das Tutorial. Ah, ja. Die Fahne erreicht. Komm, Pferdchen. Und die nehmen wir jetzt auch noch. Ganz langsam. Da steht es. Sehr gut. Als nächstes lernt ihr, Feinde aus dem Sattel zu beschießen. Ja, das ist toll. Ah. Ich versuche, die Strohpuppen zu treffen. Beim Reiten. Ja. Ich habe schon lange nicht mehr so gelacht. Komm, Pferdchen. Wisst ihr, was wir machen? Hier, Strohpuppe. Ha! Bleib stehen, Pferdchen. Ja, ganz toll. Schön, Spacko. Nimm doch mal deine Ohren da weg. Ich rasiere dich doch hier. So, jetzt aber. So, so jetzt bestimmt besser. Oh, Pferd rasiert. Nee. Nee, so geht das nicht. Komm, wir müssen so rum. Machen wir noch einen Schritt vor. So genau. Und jetzt hauen wir die böse Puppe kaputt. So, also irgendwie sollen wir, weiß ich nicht, ob wir die jetzt echt tot hauen müssen, die, also tot, breit oder so, oder. Nein, halt! Wieso läufst du einfach los, so bis Pferd? Boing! Ah. So ein bisschen die Gefühl, wir müssen jetzt noch ein bisschen. Bong! Bisschen hier rüber, Kleiner! Ah, nein, so treffen wir das doch nie. Oh Gott, dieses Pferd, das schafft mich. Ah, irgendwie. Nein, nicht da lang, so lang. Das ist schlapperig, das Pferd. Nein, nicht getroffen. Ah, da, schnell. Ah, zurück, 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 zurück. Rummig, rummig, rummig. Und wieder. Ja, tschakka. Was sollte das denn? Ich muss den doch da. Ah, Pferd. Ich will nicht im Reiten kämpfen. Nein, das will ich nicht. Ich glaube, ich spiele wieder Morrowind. Oder Baldur's Gate. Ich glaube, es geht noch so hier. Ja, der erste Feind ist besiegt. Komm, Pferdchen, wir machen das wieder auf unsere ganz ruhige Tour. Valium, Valium. Stopp! Nein, ich sitze nicht ab. Ja. Reite zur gelben Flagge. Pferdchen, du machst mich fertig. Gelbe Flagge. Nein, das ist zu weit. Na. Ach, hier geradeaus, Mensch. Blödes Vieh. Ich weiß jetzt, warum ich nicht im Mittelalter geboren wurde. Such die Zielschwalbe. Bleib doch mal stehen. Jetzt bleib diese. Ja, das ist ein Zaun. Der reitet immer bis zum Zaun, dann bleibt er stehen. Toll, weil er sich den Hals daran einscheppert. Und gegen die Sonne kann man hier gar nichts lesen. Sucht eine Zielscheibe neben der Reitbahn und schießt dreimal mit eurem Bogen darauf, obwohl ihr während des Schießens nicht reiten müsst. Ist es empfehlenswert, das Ziel bei verschiedenen Geschwindigkeiten und Winkeln zu beschießen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der Laufweg und die Schwierigkeit, Geschwindigkeit eures Pferdes beim Zielen beeinflusst. Ja, Leute. Ah, ich hoffe, man muss da nicht reiten.
Ich mache lieber den fröhlichen kleinen Fußgänger. Düdü, den Meuchelmörder. Zu Fuß unterwegs. Vor allen Dingen, ach, jetzt reise ich rückwärts. Das ist eine geile Steuerung. Ist das geil hier? Nein, Pferd, vorwärts. Schindmeere. Warte mal. Stopp mal. Bleib stehen. Gott, dreh dich um. Das ist aufregend, er hier. So, jetzt ganz langsam. Nein, du sollst da lang. Guck mal, da ist doch eine Zielscheibe. Brrr. Halt, stopp. Stopp. Ich stopp, sage mein ich auch stopp. So, jetzt brauche ich nur Pfeil und Bogen. Wieso sucht die Zielscheibe neben der Reitbahn? Die steht doch mittendrin. Neben der Reitbahn ist noch eine. Okay. Neben der Reitbahn. Oh. Zielscheibe neben der Reitbahn. Wir suchen eine Zielscheibe neben der Reitbahn. Tüp, 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 ganz gemütlich reiten wir. Wir haben hinten einen Pflug dran und pflügen nebenbei den Acker. Und anschließend tun wir Kartoffeln in die Erde. Super, ganz langsam. Obwohl, der sah ja nicht aus wie so ein Bauernpferd. Neben der Reitbahn müsste doch außerhalb sein. Oder wartet jetzt die Zielscheibe da? Halt! Nein, Schindy! So lang! Das ist Schindmeri aus Marzahn! Schindy! Gib Butter hier! Na komm! Wie kriegt man dich denn so schneller reiten? Hallo? Jetzt läuft er rückwärts, oh! Wenn ich nochmal tippe, wird es dann schneller? Nee! Ja, aber hallo hier. Rasant. Vor allen Dingen, wenn ich irgendwann mal... Nein, du musst jetzt da lang. Oh, geht mir dieser Gaul auf den Geist. So. Also neben der Reitbahn ist keine... Das muss dieses Ding da sein. Halt, stopp, nein, oh, Hilfe, das ist ja für Leute, die Koordination haben, ich habe keine. Außerdem hat er immer noch ein Schwert in der Hand, ich will jetzt Pfeile in die Hand haben. Da, jetzt hat er Pfeile. Halt, wo reizt denn hin? Bin ich wieder rückwärts? Wo ist denn das Pferd geblieben? Ah, wieder verkehrt gewesen. Irgendwie bin ich rückwärts geritten. So, langsam umdrehen, kleiner, langsam, ganz langsam. Und jetzt wieder geradeaus, Leute, nach dem Tutorial. Ich sag euch, ich bin so geschafft. Ich brauche erstmal eine Stunde Schlaf. Halt! Brrr! Bleib stehen, du Scheißteil, du! Aha, ich kann nicht hier, das Pferd hat eine Scheibe hier. So. Wieder bis zum Zaun, ja, am Zaun bleibst du stehen. Das Pferd hat echt einen Rückschlag im Hirn, ey. Das kann so ja nicht angehen. Total die Breitseite. Ganz langsam, Kleiner, ganz langsam. Genau. Ganz langsam. Warum 0 Punkte? Da sitzen meine Pfeile doch drin. Ah, 5 Punkte. Weißt du was, Kleiner, bleib mal so. Das ist gut. Nee, dafür gab's jetzt leider nichts. Na, drehst du dich mal ein bisschen, so. Dass ich ein Gefühl dafür bekomme, wie der Laufweg und die Geschwindigkeit meines Pferdes die Schießeritis beeinflusst. Halt! Halt, Pferd! Das Pferd hat doch nur echt voll die Scheibe, ey. Guckt euch das mal an. Ich kann mit dem Pferd nicht schießen. Das Pferd ist sowas von doof. Leute, das ist ein intelligentes Spiel mit einem doofen Pferd, oder was? Ich glaube, jetzt spinne ich langsam hier. Das hält man nicht durch, ey. Das hält man echt nicht durch. Sowas haben wir mal gespielt früher. Oh je.
Na, damals war ich auch noch wesentlich jünger. So ist es ja nicht. War ich nicht nur jung, da war ich auch noch schön. Ja, Laufrichtung, Geschwindigkeit. Also über Laufrichtung unterhalten wir uns gerade noch. Und Geschwindigkeit. Schießt dreimal mit eurem Bogen da drauf. Obwohl ihr beim Schießen nicht reiten müsst. Das finde ich echt toll. Ich muss beim Schießen nicht reiten. Ich muss auch beim Reiten nicht schießen. Yeah. Also ein dritten Gegner, als wenn der jetzt nicht tot wäre. Kannst du mir erzählen, du willst gerade hinten, kriegt jetzt auch noch einen Pfeil rein ins Dings da, in den Rücken. So, Glückwunsch, ihr habt dieses Tutorial ab, ihr könnt die Tab-Taste drücken und nie wieder auf dieses Pferd steigen. Boah, ist das toll, ich kann die Tab-Taste drücken. Zurück. Ah, neues Spiel. Schnellgefecht gibt's auch noch. Leute, ich erspart mir, oder? Sollte man das auch noch probieren? Ich habe jetzt eine